Gefrühstückt habe ich, angezogen bin ich, jetzt geht's langsam, aber sicher ab in Richtung Bus und dann kann ich auch noch wohin, irgendwie raus aus der Stadt. Will heute nicht schon wieder durch die Innenstadt laufen. Geht's ganz schön rauf. Total geile Landschaft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Inseln, auf denen wir auf den Kanaren bis jetzt waren, ist hier alles richtig bewaldet. Also es sind so Art Kiefern, so extrem langnagige Kiefern, die offensichtlich auch gerade am Blühen sind. Die machen das Ganze echt wunderschön. Die ganzen Wälder schauen so ein bisschen flauschig aus. Dann die geile Sonne und es ist nicht zu heiß. Hier oben ist der Wind, die Luft ein bisschen frischer als unten. Unten hat ausnahmsweise wenig Sahara-Staub. Da hinten sieht man jetzt gerade, ich blende es nachher nochmal ein, da hinten sieht man wunderbar den Teide, den großen Vulkan. Und wir sind jetzt hier in La Caldera. Und da mache ich jetzt gerade so eine kleine 8 Kilometer, so einen Rundweg. Und hatte mir das Ganze so ein ganz klein bisschen weniger angenehm vorgestellt, weil sonst ist es ja immer recht heiß. Die Sonne knallt runter, es gibt nichts, was Grünes. Aber hier hat man Grün, man hat Gelb, ab und an hat man gerade blühende Blumen. Ah, ein Hammer! So, als allererstes waren die anderen Leute weg, die mit mir losgegangen sind. Dann sind irgendwann die Schilder, die den Weg auszeichnen, weniger geworden. Irgendwann waren es dann nur noch Schilder, die nicht mehr der Pfad sind, den ich gehen wollte. Irgendwann waren gar keine mehr da. Und jetzt nach ein ganzes Stückchen Wald bin ich irgendwo hier voll in solchen Weinplantagen rausgekommen. Was mich nicht weiter stört, sieht total geil aus hier. Also wie das hier so an manchen Stellen mit dem Autoverkehr klappen mag, ich verstehe es nicht, ich würde hier nicht fahren wollen. Mit dem Motorrad vielleicht ja, aber die jagen hier teilweise mit VW-Busse durch und es gibt keine Begrenzung. Wenn man versucht auszuweichen, zack, geht es 8 bis 50 Meter runter, je nachdem wo man gerade runter guckt. Ist brutal. Kann man Nervenkitzel haben. Nett ist aber, wenn man vergleicht, hier wäre ein SUV durchaus angebracht und es fährt kein SUV, keiner. Also die fahren mit kleinen Fiestas, hier gibt es ein paar VW-Busse, ein paar richtig alte, verranzte Käfer. Man findet alles so quer durch die Bank, aber keine SUVs. Bei uns in Deutschland breite Straßen, überall schön eben, keine Schlaglöcher. Ein SUV nach dem anderen. So, jetzt gab es gerade eben da hinten noch einen Ensalada del Pasta. Lecker Nudelsalat mit ein bisschen Avocado. Und ja, ein gemütliches Bier, muss ja auch sein. Und jetzt warte ich hier, in einer Viertelstunde sollte ein Bus kommen. Wobei, das letzte Mal, wo es hieß, in einer Viertelstunde kommt ein Bus, habe ich eine Dreiviertelstunde gewartet, bis er dann auch tatsächlich da war. Auch auf die Rechnung gerade. Also man merkt schon so ein paar kleine Unterschiede in der Mentalität, vor allem wenn es um irgendwelche Zeitangaben geht. Ja, hier oben ist es jetzt 16, 17 Grad, also durchaus ein bisschen frischer. Wobei ich aber trotzdem auf der Haut glaube zu spüren, dass ich mich trotz Sonnencreme ein ganz klein bisschen verbrannt habe. Werden wir aber sehen. Nicht schlimm. Ja, jetzt genieße ich noch ein bisschen die Aussicht, warte auf den Bus und dann geht es wieder runter in Richtung Puerto de la Cruz. Und dort werde ich mich vielleicht noch so ein ganz klein bisschen ins Gewimmel stürzen an den Strand. Bin mir noch nicht ganz sicher, schade. 'Cause I don't wanna be, I don't wanna be.
Jungs, Mädels, geschafft, wir sind wieder zurück. Und jetzt habe ich mir ein Bier verdient. Wir haben auch gerade selber aus Klopapier einen Kühlschrank fürs Bier gebaut. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Aber bevor es ins Bier geht, erstmal ein bisschen Wasser. Doch ein ganzes Weilchen geschwitzt. Der Temperaturunterschied von oben nach hier runter ist brutal. Also oben hatten wir immer so 13, 14 Grad und jetzt hier unten haben wir tatsächlich 24, 25 Grad. Ja, dementsprechend glänzende Stirn. Nach der Busfahrt war ich jetzt noch ganz kurz eben Bier und Wasser kaufen. Werde auch nachher nochmal in den Supermarkt gehen und mir noch ein bisschen Paprika und Konserven kaufen. Brot habe ich noch da und auch Hummus noch ein ganz klein bisschen, aber so nach zwei Tagen Hummus und Brot kann ich es langsam nicht mehr sehen. Bisschen was Knackiges zwischen den Zähnen wünsche ich mir heute Abend. Ja, kurz ausspannen und dann ab zum Strand.